Hemradio 2022 in Friedrichshafen, endlich wieder. Nach Zwangspause durch die Corona-Pandemie trifft man sich wieder in Friedrichshafen und es treffen sich viele in Friedrichshafen. Die Hallen sind voller Besucher, leider nicht voller Aussteller. Da gibt es schon leere Stände oder leere Flecken, aber Aussteller sind sehr viele. Da im Bereich der nationalen Amateurfunkverbände schauen wir uns das doch mal in einem schnellen Rundumblick an. Okay. Herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0 ULQTC. Gehöre ich hier eigentlich hin? Alles strömt in die Hallen und was wir hier sehen, das sind Aufnahmen vom Freitag. Also das ist schon ein Ansturm auf die Amateurfunkausstellung Friedrichshafen 2022 an einem Freitag, der ja traditionell eher als ruhiger Tag gilt. Aber auch wenn wir mal reingehen durch das Eingangstor in die Halle selbst, sehen wir am Freitag, es ist erstaunlich voll. Es sind wenig, ja, wie soll ich sagen, Ramschstände da, also wenig Stände, die blinkende Lampen oder Telefone oder Quadcopter oder sonst irgendwas verkaufen. Und dafür, ja, einige wenige Händler. Funk 24 war da, Date war auch da. Vimo wurde schmerzhaft vermisst. Tatsächlich hatten das viele OMs zu mir gesagt. Dafür war auf dem Flohmarkt sehr viel los. Hochwertige Geräte, auch wie er sie hier sieht, alt und neu, neu und alt, friedlich nebeneinander, der moderne Transceiver mit der nicht ganz mehr ganz so aktuellen Röhre. Ja, Schnäppchen dachte ich, das ist bestimmt eins, als ich 30 sah, das ist jetzt nicht so viel, aber wenn man genauer schaut, auf dem Transceiver nebendran stand 29, dann 31, also das sind laufende Nummern, ich habe dann gar nicht mehr nach dem Preis gefragt, hätte mich tatsächlich auch nicht gereizt, das zu kaufen, aber den Preis, den hätte ich tatsächlich noch interessant gefunden. Hallo! Ich wollte mich erstmal für deine schönen Videos auf YouTube bedanken. Gerne! Ich freue mich, dass sie dir gefallen. Ja, mir gefallen sie sehr gut. Und ich muss dir sagen, mach weiter so. Gerne, mach ich. Und Hauptsache, du guckst immer weiter und klickst auf die Buttons. Du bist bei mir abonniert. Das sehr schön. Also immer, wenn du neue Filme kriegst. Kriegst du automatisch die Info. Vielen Dank. Super. Gerne. Ich bedanke mich für die anderen Berlinern, die mich immer weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ciao. Hemradio 2022 ist tatsächlich die Hemradio der Begegnungen. Unglaublich viele Funkamateure sehen sich zum ersten Mal nach einer langen Zeit wieder und sind begeistert. Werfen wir einen Blick in die eigentliche Kommerzhalle. Rundum Blick und hier sehen wir viele nationale Verbände, die ausstellen. Hier, die USA waren vertreten, gleich mit zwei Ständen, der britische Verband war vertreten, Frankreich, wir sehen hier hinten die Türkei, wir sehen noch viele andere, die Schweizer waren natürlich da, hier die Briten zu sehen. Die leeren Stände, die ihr hier seht, die wurden zum Teil noch aufgebaut, allerdings war auch diese Kommerzhalle ein Stückchen kleiner als zuvor und auch eine der Flohmarkthallen war etwas kleiner gebaut, deswegen mag sich mein Eindruck, den ich hatte, relativieren, dass es sehr voll war. Wie dem auch sei, ich wünsche euch angenehme QSOs, wenn ihr auf der Hemradio seid oder auch nicht, 73 und bye bye.